Okay. Was ist das? Das kann man nur aufheben. Das auch. Okay. Okay. Was ist das für eine komische Lampe? Soll die mir was zeigen? Hier ist ein Brett. Kann ich das irgendwie wegmachen oder so? Ist doch was festgenagelt, oder? Okay, hier ist noch ein Bild drin. Oh, ja, wenn ich mich jetzt noch richtig bewegen würde, dann... warum ist die Tür jetzt zu? Achso, ist nur zugefallen, okay. Hier kann ich... Doch, das kann ich aufmachen, aber das bringt mir, glaube ich, nichts, oder? Liegt da irgendetwas drauf? Nee, kann ich das irgendwie nehmen oder so? Auch nicht, ne? Kann ich auch nicht ausmachen? Okay. Ist auch alles zugenagelt. Ist ja so eine richtige Traumwelt hier. Was ist denn da gerade runter? Hä? Da kommt Ruß raus? Nicht da runter? Ja, da ist was. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt hier runterknalle. Oh, oh. Das ist kein gutes Zeichen. Das schwarze Zeug auf dem Boden. Okay, ein Schachspiel. Naja, als zweijähriger Junge ist das Schachspiel, glaube ich, nicht so günstig, ne? Teddy, du bist bei mir. Hä? Das hört sich an wie ein Klavier oder sowas. Das ist wieder alles zugenagelt. Da kann ich durch. Die Frage ist, komme ich da oben? Irgendwie hin? Oder komme ich da hin, wenn ich hier durchgehe? Das kann natürlich auch sein. So, ja, ich weiß nicht genau, wann ich jetzt die Folgen hier ausstrahlen werde, aber ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein frohes neues Jahr. Heute ist nämlich der 1.1. Und ja, die liebe Gameplayerin hat wieder nichts Besseres zu tun, als mit ihren Let's Plays weiterzumachen. Gut, ich sag mal, an Silvester war es ja auch nicht anders, da habe ich ja auch nichts anderes gemacht. Wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Hallo, ich will da hochklettern. Ah, jetzt. Hat mich das jetzt hier völlig durcheinander gebracht. Da, also am 31. an Silvester habe ich jetzt auch nichts anderes gemacht. Wieso ruckelt das hier die ganze Zeit, Leute? Ach so, weil das gegen die Wand knallt, oder? Bis auf, das wollte ich eigentlich sagen, abends. Da bin ich früh ins Bett gegangen, ausnahmsweise, weil mir was... Zähle Schäfchen, ich kann gleich schlafen gehen. Okay, das geht da hinten durch, oder wie? Kann ich hier hoch? Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu unsicher, wenn ich da drauf gehe, oder? Ich probiere es mal. Oh mein Gott. Oh. Oh, das ist richtig. Was ist das denn? Hab ich mich jetzt gerade erschreckt? Warum ist das Ding da hinten aufgegangen? Was soll das mit den Lampen hier immer? Muss ich da runter, denke ich mal. Also für einen zweijährigen Jungen ist das schon ziemlich spektakulär, was ich jetzt hier vollbringe. Eieiei.
Okay. Kleiner Junge und seine Mama, so wie es aussieht. Das habe ich bestimmt gemalt. Was haben wir hier noch? Hier haben wir sonst nichts. Was sind das für komische Geräusche? Und da ist irgendjemand. Oder etwas? Oder. Ich weiß nicht, am Weinen oder so, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich jetzt hin? Ach so, Moment, da oben geht's noch weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr angetan jetzt davon, dass wir zumindest jetzt die ersten Minuten mal Zeit haben, ein bisschen das Spiel zu spielen, ohne dass es einen direkt wieder überall schaudert. Hätte ich nicht sagen sollen, oder? Der Gang hier sieht irgendwie schlimm aus. Das sieht aus wie ein Ehepaar oder so. Okay. Das gefällt mir hier gerade gar nicht. Was ist denn das? Bad Lullaby. Böse Spieluhr oder was ist das? Nee, das gefällt mir gerade so gar nicht. Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr nach einer bösen Spieluhr an. Okay. Da liegen Stiefel. Ich hoffe, dass ich mich zur Not da drin verstecken kann. In dem Ort. Was ist da drin? Kann ich da reinklettern? Nee. Das sieht aus, als ob einer am Weinen ist und jemanden am Trösten ist. Also zwei Erwachsene, glaube ich. Und der Erwachsene, also ich denke mal, es soll eine Frau sein oder so, der getröstet worden ist, ist ja das Kind am Erschrecken, aber das Kind lacht irgendwie so komisch. Das ist ein bisschen seltsam. Haben wir hier irgendwas, was wir rüberziehen können? Nee, ne? Da kommen wir nicht rein. Weil das sah nämlich aus, ob man dahinter irgendwie noch runter können oder so. Oh. Kam da jetzt gerade einer? Da kam doch jetzt gerade einer, oder? Oh, fuck, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Schnell weg. Verfolgt ihr mich? Also ich höre jetzt draußen nur die Silvesterknaller, die fast 24 Stunden zu spät sind. Ja gut, 24 Stunden, nicht 18 Stunden zu spät. Oh, irgendwas ist jetzt aber mit dem Licht passiert, oder? Hier auch nichts, wo ich mich verstecken kann. Mit Schirmscham und Melone. Okay, Teddy, kannst du mal in die Ecke leuchten? Achso, da ist nichts, okay. Was ist das? Sieht aus wie eine alte Leitung, die sie mit Klebeband zugemacht haben oder sowas. Okay. Unten, das sind Bücher. Oben, weiß ich nicht, Süßigkeiten, Medikamenten, ich habe keine Ahnung. Kann man rein?
Aber das bringt mir nichts, oder? Doch, da kann ich rein. Aber die Bücher kann ich nur hochheben. Okay. Ansonsten bringt mir das Ganze gar nichts. Teddy, leuchtest du nochmal? Erinnert mich so ein bisschen an die Harry Potter Bücher. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da drauf komme. Ich denke mal, durch den Spiegel geht es weiter, oder? Okay, da ist noch ein Bild. Von einem schrecklichen Monster, so wie es aussieht. Hallo? Oh Leute, jetzt mal ohne Scheiß. 18 Stunden. Nach Silvester. Und dann auch noch nach dieser... Da ist doch gerade irgendwas reingelaufen. Was ich eigentlich sagen wollte. 18 Stunden nach Silvester und noch nachdem man das Affenhaus abgebrannt hat. Vermutlich jetzt nicht mit Absicht, aber es ist schon asozial genug, dass man mit Böllern in den Tiergarten geht. Beziehungsweise halt mit diesen japanischen Raketen oder wie die heißen. Ich muss da rein, das ist nicht gut. Dann noch hier rumzuballern, das ist echt... Das ist einfach nur bescheuert. Also sorry, aber... Ja, du hast dir wehgetan, ne? Kann ich gut nachvollziehen. Okay. Oh, oh, oh. Also links sieht das aus, als ob ich dahin zu irgendwas Traurigem komme und rechts, als ob ich zu dem Bösen komme. Ich finde beides nicht gut. Kann ich nicht einfach hier bleiben? Okay. Okay, das scheint nichts zu sein. Also müssen wir dahin gehen, wo das Böse ist. Das finde ich jetzt irgendwie keine gute Voraussetzung. Eieiei. Habe ich schon gesagt, dass ich dieses Spiel anfange zu hassen? Hier ist auch... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Was? Also abgesehen davon, dass ich jetzt nicht weiß, wer gesprochen hat, habe ich nicht verstanden, was gesprochen wird. Boah, Alter, das ist doch kein Schrank mehr. Das ist doch ein Sammelsurium hier von Mänteln. Hallo? So viele Mäntel hat doch kein Mensch, nie im Leben. Aber wir müssen dieser schwarzen Spur folgen. Oh. Okay. Ich verstehe aber auch nicht, was die Stimme sagt. Also, es ist auch kein Englisch, meines Erachtens nach. Es ist irgendwie... Ich weiß es nicht. Okay. Also. Was ist hier? Pick Ass. Okay, ganz viele Bälle. Haben die jetzt irgendwas zu bedeuten? Muss ich die da reinwerfen oder so? Oh. So auf jeden Fall nicht. Okay. Ich soll anscheinend was werfen. Ach, da oben ist was. Moment. Da ist zumindest was, was leuchtet. Aber ob ich da hinkomme? Ach, du Schande. Ja, wie gesagt, so nicht. Was stand da jetzt nochmal? Press None? Ah, die rechte Maustaste. Okay, verstehe. Verstehe. Nehmen wir mal den großen Ball. Aber ich kann gar nicht so anvisieren nach oben. Ah. Vielleicht klappt es auch nur mit dem Ball jetzt hier nicht.
Ja gut, klar, ich bin ein zweijähriger Junge, also, ne? Der geht aber zu tief. Oder muss ich stehen dafür? Das kann natürlich auch sein. So. Yes. Oh, fuck. Oh. War's das? Nicht, dass ich Haue krieg oder so. Ich meine, wer weiß, was so Monster mit einem anrichten in meinem Alter. Oh, das war was zum. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Glaube ich. Ja. Ach, die muss ich selber aufmachen. Okay. Ich dachte, die knallt mir jetzt so vor die Nase. Oh. Das ist nicht gut. Warum ist hier ein Tisch? Wer singt da? Oder summt da? Ist das Monster wieder da? Wobei, ich meine, es sind ja zwei verschiedene Monster oder. Also es sieht jetzt breiter aus als eben. Also eben sah das aus wie so eine Moorhexe, aber jetzt sieht das aus wie ein Typ mit so einem breiten Mantel an irgendwie. Okay. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Dass ich mich hier wieder drin verstecken kann, sieht auch gar nicht gut aus. Wieso komme ich denn nicht runter vor allen Dingen? Scheiße. Komme ich da wirklich nicht runter? Naja, sonst stehe ich auf jeden Fall daneben. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das will ich gar nicht rausfinden, was das für ein Sound ist. Nee. Okay, aber hier kann ich, glaube ich, hochklettern, ne? Beziehungsweise so. Oh ja, ich schätze, ich muss auch hier hoch. Ach, das ist der Raum, von dem wir kamen, oder? Theoretisch. Hier ist das allerdings nicht. Also das ist nicht die Seite, die ich aufgemacht habe. Okay. Sieht jetzt irgendwie eher aus wie ein Schnabel. Ich hasse dieses knackende Geräusch jedes Mal. Also da könnte ich theoretisch runter. Die Frage ist, komme ich da hinten hoch? Wahrscheinlich sterbe ich jetzt bei dem Versuch. Allerdings die noch bedeutendere Frage ist. Bringen. Ach so, Moment, dann könnte das da durch. Doch, ich komme hier hoch, okay. Ich mach's mal weg hier. Boah, das krieg ich mir ja gar nicht geschoben. Hallo. Muss das da rein? Oh, anscheinend ja.
Ich muss anscheinend auch nicht dahin, sondern wirklich wieder in einen anderen Raum zurück. Wenn ich dann so sehe, ich mit meinen kleinen Füßchen.